Yo, ist der Gewinner von der Expo. Wir treffen uns gleich mit Matthias. Ich habe gegen Mr. Gamer Pros gewonnen. Hier habt ihr auf jeden Fall einen kleinen Rückblick für alle, die nicht mehr wissen. So Leute, Yasin, sogar den ich super ausgesucht habe, hat es geschafft gegen damals Mr. Gamer Pro, jetzt den MGP zu gewinnen. Wir sehen uns bis später. Sieht weiter aus als aus dem Video. Extra für euch das gemacht. Wie geht's? Jo Leute, schöne Grüße von der Underground Expo 2019. Nein, Spaß. Wir sind jetzt hier 8 Monate später, weil Malik und ich die Zeit hatten. Erstmal Entschuldigung, Yasin. Der hat schon gedacht, wir wären wie andere Protagonisten, die ihre Fans abziehen und nur Gewinnspiele machen, die nicht ausgelost werden. Ich weiß jetzt nicht, wer das mal gemacht hat. Wird bestimmt einer gemacht haben. So ist es aber nicht. Wir haben wirklich keine Zeit gehabt. Wir haben jetzt heute 10.07. Das heißt, wir sind ein paar Monate zu spät, aber ja, besser spät als nie. Der Yasin hat auf der Underground Expo gegen Mr. Gamers Pro FIFA gewonnen. Ich glaube, lass mich nicht lügen, wer das letzte Tor schießt, gewinnt. Wer das schnellste Tor schießt, gewinnt, genau. Ja. Genau. Und ich glaube, ich habe ihn gelost von der Bühne, war das nicht so? Ja, ich kam mit dem 6 Plus Überteil. Dann ja, mein Geheimtipp, Yasin hat auf jeden Fall rasiert. Eine Playstation hat er schon, ne? Ja. Deswegen kaufen wir jetzt was anderes. Wir wissen nicht was, wir wissen noch nicht, ob wir da drin drehen dürfen. Das kann also gleich sein, dass das hier ein Schlägerei-Block wird, wo wir uns mit denen prügeln müssen, damit wir da drehen dürfen. Beziehungsweise ich werde diskutieren. Also falls das jetzt nicht klappt, werde ich so lange diskutieren, bis wir dürfen, wird das sehr lustig. Und ansonsten gucken wir einfach, was Yasin und seine Kumpels, die sind auch dabei, ne? Okay, ja, auf jeden Fall. Was wir denn kaufen können. Was kostet so eine Playstation? Ach, ich glaube 400 irgendwas. Okay. Sind wir aber nicht so geizig, ne? Wir werden das jetzt nicht auf 400 festlegen. Wir gehen gerne ein bisschen drüber, ne? Jetzt kein Auto oder so. Aber sucht euch einfach ein paar Sachen aus. Wir gehen ein bisschen bummeln, gucken, was es so gibt. Und vielleicht könnt ihr mich beraten. Vielleicht kaufe ich mir auch irgendwas. Ja. Oder vielleicht kaufen wir Malik endlich mal ein Ladekabel fürs Auto. Weil der hat einfach... Hast du ein Ladekabel fürs Auto? Auto nicht. Ne? Okay, wir kaufen Geschenke für die Jungs. Und für Malik kaufen wir ein Ladekabel fürs Auto. Das nervt frisch, dass der kein Ladekabel hat. Bis jetzt haben wir es geschafft, Leute, undercover im Mediamarkt. Jetzt klauen wir eine Playstation mit Yasin. Ja. So Leute, hier hätten wir jetzt eine Playstation. Und zwar Modell Pro. Ich glaube, das heißt HD oder Full HD. Die würde eigentlich 408 Euro kosten. Der Yasin hat aber schon eine Playstation. Deswegen kaufen wir jetzt was anderes. Yasin, was hättest du gerne? Was wäre denn so ein Wunsch? Was wäre denn cool? Was brauchst du zum Zocken? Eine Xbox oder vielleicht einen Fernseher oder so? Die Xbox wäre doof, weil ich habe schon eine Playstation, weißt du, dann... Ich denke mal, ein Fernseher wäre stabil auf jeden Fall. Fernseher ist, gibt es hier Fernseher, gute Fernseher? Sollen wir mal gucken gehen, ob es Fernseher gibt? Gucken wir mal. Wir wollten ja eigentlich nur ein Playstation-Spiel kaufen, um günstig wegzukommen. Jetzt wird er doch ein Fernseher, hol du einen Fernseher. Mhm. Aber jetzt berat mich doch mal, ich habe lange nicht gezockt. Wenn wir jetzt Spiele kaufen, was würdest du kaufen? Bruder, auf jeden Fall. Was hältst du von dem hier zum Beispiel? Magst du den oder bist du gegen den? Bist du jemand, der sich schnell aufregt? Nö. Das kommt auch an. Ja, so, da kannst du schon ein bisschen Hirnkrebs bekommen vom FIFA auf jeden Fall. Aber es ist ein stabiles Spiel jedes Jahr. Bestseller der Spiele auf jeden Fall. Ich würde mir FIFA holen. Ansonsten, wenn du Bock hast auf so miese Story-Spiele, gönn dir Assassin's Creed auf jeden Fall. Miese Storylines. Von Shooter auf jeden Fall Call of Duty. Lass mal vom Battlefield, das wie Biotech und Sekt Plus. Ja, aber der sieht ein bisschen dünn aus, finde ich. Ja. Ja, auf jeden Fall. Der hat auch diese Holzfällermontur. Ja, ansonsten. Gibt's auch nur Schrott heutzutage, ja? Ja, ja. Wo ist denn die FSK 18 Abteilung? Wie alt seid ihr? Seid ihr alle 18? Ja, 18. Okay, da gehen wir jetzt in die FSK 18 Abteilung und gucken, was da gibt. Nein, Spaß. So, großes Lob an Mediamarkt Kalkarkaden. Eigentlich Drehverbot, aber weil die jetzt denken, Yasin hat Geburtstag, haben sie uns Drehen erlaubt. Großes Lob. Also jetzt mal wirklich Werbung. Die meisten Menschen heutzutage sind echt sehr unkorrekt, wie zum Beispiel das B&B-Hotel in Trier. Die sind sehr unkorrekt. Aber hier der Mann zuspricht, der hat gesagt, wir dürfen drehen, wenn wir keinen filmen. Deswegen, wenn ihr aus Köln seid und wollt kaufen, kauft ihr den Kalkarkaden. Ehrliche Werbung jetzt, oder nicht? Auf jeden Fall unkorrekt. Ehre Mann, Dankeschön an Mediamarkt Köln. Kalkarkaden auf jeden Fall. Danke euch. Beste Mediamarkt der Welt ab heute. So, jetzt gucken wir nach dem Fernseher. Ach so, und Ladekabel für Malik bitte. Das müssen wir mitholen. Leute, wir sind jetzt hier in der Fernsehabteilung, immer noch in den Kalkarkaden in Köln. Wir haben jetzt eine Drehgenehmigung bekommen vom guten, keine Ahnung wie der heißt. Jetzt sind wir in der Fernsehabteilung. Jetzt gucken wir nach einem coolen Fernseher für Yasin, statt einer Playstation.
Wir suchen jetzt was aus. Ich denke mal, wir müssen jetzt ein bisschen ins Detail gehen, damit wir auch was Cooles finden und sich der Fernseher auch lohnt. Weil wir haben gar keine Ahnung. Hast du was ausgesucht? Nee, ne? Boah, nee, ich hab nicht gar Notfalls lassen wir uns beraten oder es gibt ja genug zur Auswahl. Guck mal hier. Wir gucken mal ein bisschen durch jetzt. Ne? Was ist das jetzt für ein Fernseher? Oh, wir haben jetzt noch so einen ganz alten von LG, den haben wir ja schon vor 5 Jahren gekauft. Das ist auch schon extrem alt. Ja. Okay. Also hat er kein 4K? Nee. Okay, 4K werden wir schon mal hinkriegen. Nee. Der hat kein HDMI? Nicht mal. Okay, also das werden wir heute toppen hier. Das, wird aber hin, das werden wir wohl hinkriegen hier. Er hätte mir das vorher sagen müssen, ich bin ein Nerd bei sowas. Ich google sowas ja mal monatelang. Ich schwöre, steht jetzt das beste Prestationsrennen zu Hause. Mich macht das verrückt, wenn wir jetzt einen kaufen und es gibt dann anderen Bett. Das ist hier eine richtige Krankheit. Wirklich, ich lese immer 1000 Bewertungen durch, die jetzt nämlich echt vor den SNS schreiben sollen. Also Leute. Eigentlich waren wir bei 450, aber wir sind ja keine Geizhälse, wie wahrscheinlich auch andere das schon mal gemacht haben. Wir holen jetzt hier für 58 auch korrekt, denke ich mal, ein QLED. Aber, ja, danke. Weil ich denke, der ist gut. Der ist von Samsung, der ist QLED 2019 neu, das heißt, der ist ein neues Modell. Plus der hat 4K, das hat er nicht. Der sieht eigentlich auch ganz gut aus mit dem Schwarz. Und ich hatte auch vor, mir irgendwo einen neuen Fernseher zu kaufen. Und ich wollte mir auch ein QLED holen. Und das war also meine letzte Erinnerung, dass er auf jeden Fall ein guter Fernseher sein muss. Also wir haben gerade festgestellt, und wir vermuten, wir wissen nicht genau, also falls es irgendwelche Fernseh-YouTuber gibt es bestimmt auch schon solche Spastis, dann kritisiert mich halt. Ich habe keine Ahnung, aber ich glaube, QLED bedeutet, da sind so LEDs drin, wie LEDs von den Lichtern. Und das sind so viele tausend kleine, dass er das Bild da gibt. Ich glaube, mit dem Fernseher wärst du zufrieden, oder? Ja, auf jeden Fall. Dann können wir nur hoffen, dass wir den jetzt auch haben. Dann holen wir den. Okay, wir haben gerade Kommando bekommen hier vom Chef mit der Brille. Der Fernseher ist da. Das heißt, wir können ihn jetzt holen. Ja, dann hat er alles. Den Playstation-Fernseher, dann kannst du abgehen. Dann kann er jetzt endlich FIFA. Spielst du FIFA online? Ja, auf jeden Fall. Jetzt werden alle YouTuber auseinandergenommen. Und um diesen Fernseher zu finanzieren, wollte ich euch sagen, wenn ihr FIFA spielt, müsst ihr Headshot trinken und dürft auf gar keinen Fall Level abtrinken. Ne? Auf Kosten dieser Sachen muss ich kurz mal Level abdissen. Ihr dürft auf gar keinen Fall Level abtrinken. Also du hast auch gehört, auch, das gilt auch für dich, ne? Nur Headshot darf sein. Nein, Headshot. Ingwer Limo habe ich mir letztens gegeben. Boah, ziemlich sehr gut. Krass. Da hat jemand aufgepasst. Boah, guck mal, das macht Matthias aus, diese ganze Beats. Ey, ich feier sowas immer. Ich muss mich zu Hause immer totlachen. Ich sehe immer diese Beats mit, erstmal hat es angefangen mit MyProtein, die Sachen MyProtein, die und das, die wurden ja schon weggewichst. Auf jeden Fall danach, jetzt habe ich mitbekommen mit Biotech. Boah, ich habe jetzt wieder... Zeitgleich, aber das kam später erst so online. Ja. Biotech, ey, ich habe mich mies aus der, ich habe so gelacht. Ey, was die da für eine Scheiße reintun, Alter. Und dann diese Level Up, ich darf nicht mal Level Up sagen, Level Down, sorry. Auf jeden Fall, das macht Matthias halt aus, unser Holzfäller, unser stabiler Typ. Er hat alle auseinandergenommen und Sekus sind halt die Reason der Szene. Man sieht das auch und allgemein von den Produkten. Ja. Dazu muss ich noch sagen, dieser junge Mann hat gestern, was war das Headshot hast du zu dir genommen, oder? Oh, ey, das erste Mal Headshot gefickt, genommen. Er hat uns alle gefickt, das muss ich echt sagen. Fall. Wirklich, echt, das erste Mal Headshot. Da haben wir zusammen gezockt so, und zu den Jungs haben wir so eine Zockerrunde gemacht. So, ja, dann dachte ich mir so, ey, ich habe keine Konzentration. Ich habe Headshot auch gestern von dir zugeschickt bekommen, danke dir auch dafür. Ach so, ein Paket gemacht, genau. Ja, Headshot, da habe ich mir diese Ingwer Limo gegeben, ich habe getrunken. Nach einer halben Stunde, ey, mein Kopf ist durchgedreht. Ich wollte jeden auseinandernehmen, ey, ich konnte nicht. Ich habe die ganze Nacht durchgezockt. So, das war echt krass. Auf jeden Fall krass Props an deinen Produkten. Ey. Übrigens ans Finanzamt, wir werden den versuchen abzusetzen. Mal gucken, ob das klappt. Da ist das gute Stück. Okay. Statt einer PlayStation nutzt ein Fernseher. Wir haben hier noch 6 Monate HD Plus kostenlos angibst dabei. Hoffentlich, das klappt auch. Wenn das nicht stimmt, machen wir Beef-Video gegen Samsung. Das ist aber echt cool. Wir haben gerade gefragt, ob er den Fernseher ins Kinderzimmer stellt, sein Zimmer ins wie heißt es? Wohnzimmer. Er stellt ihn im Wohnzimmer, das ist echt cool. Er hat die ganze Family was von. Er kann PlayStation zocken, die anderen können ein bisschen Netflix gucken oder Fernsehen. Das ist eine coole Sache. Das ist eine gute Idee mit Fernsehen. Wir kamen gar nicht selber drauf. Fernseher wäre die naheliegendste Idee, wenn man keine PlayStation, wenn man schon eine PlayStation hat. Weil wir dachten an Xbox, wäre eigentlich der Quatsch. Hast du eine Xbox und eine PlayStation? Das ist ja totaler Quatsch. Wir brauchen auch ein Ladekabel für Malik, das machen wir auch noch. Jetzt kaufen wir noch für Malik ein Ladekabel fürs Auto, weil immer wenn er im Auto ist, geht sein Handy aus und er lädt nie im Auto sein Handy und mich regt das übelst auf. Deswegen besorgen wir jetzt ein Ladekabel fürs Auto. Ach hier. Nee, da auch nicht, ne? Ach, USB hat er im Auto, sagt er, ne? Ja. Ja, holen wir mal das hier.
Wo wir hier für iPhone, iPod. Okay, totaler Schwitz, das kann eigentlich jeder selber kaufen. Normale kann ich nicht bekommen, wir kaufen das jetzt einfach noch. Hast du USB? Ja, ich habe USB. Okay, USB hat er. Dann, wie hast du das? Ich schaffe das nicht hinzubekommen selber. Die glauben mir nicht, dass das meine Kreditkarte ist, weil ich so unseriös aussehe. So, es hat geklappt. Wir haben sogar eine Drehgenehmigung bekommen, so gesehen. Yasin ist jetzt stolzer Besitzer eines neuen Samsung QLED-Fernsehers. Malik ist stolzer Besitzer eines neuen Ladekabels fürs Auto, was wir jetzt auch im Auto anbringen werden, damit das auch da bleibt. So Leute, Malik hat gesagt, wir müssen eine Abmoderation machen, so heißt das also. Weil die haben unten geparkt, die gehen jetzt runter, bringen den neuen Fernseher ins Auto. Dann fahren wir in Venus Shisha mal eine Shisha rauchen oder was essen oder beides. Oder wir checken jetzt erstmal ab, die Shisha, was da geht und ob es was zu essen gibt oder was von beiden wir tun. Wir haben uns noch nicht ganz entschieden. Auf jeden Fall bis gleich, ne? Bis wir uns später. Dort. Wir gehen jetzt zum guten Freund Safa. Ein sehr guter Freund von unserem Freund Jupp, der in Shisha war. Und da chillen wir jetzt mit den Jungs. Hier bin ich auch sonst privat öfters gern gesehen. Ja. Da ist der Safa schon. Matthias! Alles klar? So Leute, wir sind jetzt hier in der Bar von unserem Bruder Safa in Venus. Welche Straße ist das? Winchenstraße in Köln. Und der Kerim, der arbeitet hier, ist auch großer Zektologe, hat er gerade gesagt, war auch auf der Expo, ne? Natürlich. Ist jetzt auch im Block drin. Und gleich kommen die Jungs, die den Fernseher gewonnen haben, und dann rauchen wir mit denen ein bisschen Shisha und bestellen gleich was zu essen, wenn es irgendwas zu essen gibt. Das wissen wir nicht. Auf jeden Fall rauchen wir Shisha. Nach einer halben Stunde sind die Jungs, wie heißt du eigentlich? Der Jellal ist jetzt da. Allerdings passt der Fernseher nicht ins Auto. Zeig das mal kurz. Die kommt im Taxi gerade okay. Zurück. Die anderen kommen im Taxi. Ja. Wir haben schon eine Lösung gesucht. Der Safa hat einen Freund, der ist Taxifahrer. Der ruft jetzt einen Taxifahrer an und der bringt dann nachher die Jungs mit dem Fernseher nach Hause. Wir tragen den Fernseher so lange in die Shisha-Bar, damit er nicht nass wird. Jetzt muss ich auch noch hier anpacken heute. Weil leider. Safa, wo können wir das hinstellen? So lange rein? So, nach langer Zeit sind uns Gewinner auch eingetroffen. Moritz am Film. Was passiert, Jungs? Nee, wir haben kein Taxi gefunden und Fernsehen ist auch zu groß, weißt du? Wir passen da nicht alle rein, deswegen mussten wir beide ein Taxi nehmen. Ja, wir haben schon ein Großraumtaxi bestellt, das bringt euch mit Fernsehen nach Hause. Okay, setzt euch. Jo, Matthias fragte mich, was los? Warum nennst du den Laden in Venus? Jetzt zeige ich euch warum. Wegen unserer speziellen Decke aus Russland. So Leute, der Tag ist zu Ende. Wir haben jetzt hier einen Fernseher gekauft. Ich hoffe, du bist sehr zufrieden damit. Wir waren hier bei Safa zu Gast in seiner Bar in Venus. Kommt vorbei. Sag noch mal Adresse. Winchenstraße 29 in Köln. Vielen Dank auf jeden Fall für deine Gastfreundlichkeit. Wir haben uns jetzt hier noch eine Stunde locker oder zwei unterhalten über E-Sport, über Level Up, über Montana Black, über YouTube und wie es weitergeht. War ein sehr interessantes Gespräch. Es war wirklich sehr interessant, von Jungs mal ihre Meinung zu hören zum aktuellen Geschehnissen auf YouTube und wie sich Fernsehen und YouTube weiterentwickeln und so. Und ja, hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch. Danke dir, Matthias, auf jeden Fall. Gerne, immer gerne. Ja, auf jeden Fall war heute ein sehr geiler Tag. Ich danke Matthias und Sek Plus, alle, die mitgewirkt haben, dass das zustande kommt. Und ja, ich grüße auf jeden Fall meine restlichen Jungs, die nicht kommen konnten von der Expo. Und ja, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Hat auf jeden Fall Bock gemacht. War ein schöner Tag heute und ja, danke für den Tag auf jeden Fall. Gerne. Auf jeden Fall auch ein Riesendank an Matthias und an seine ganze Crew, die mitgekommen ist. Es war wirklich sehr schön, wird nicht jeder machen. Das alles, was wir bekommen haben, wirklich ein Riesendank nochmal. Und schöne Grüße an FC Amy, an unsere Jungs. Dankeschön nochmal. Das war's. Matthias ist auf jeden Fall der realste Typ, Alter. Also er ist wirklich, was man im Internet sieht, so, dann denkt man sich so, okay, ja, er ist anders und so. Aber wenn man ihn echt trifft, er übertrifft alles. Bis dann. Ja, mir viel Spaß, kommt euch. Auf jeden Fall. Wir sehen uns wieder. Dankeschön, ja. Anders.